Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und ich möchte euch herzlich einladen zum kommenden Herrenabend Nummer 29, meinem Livestream-Event auf YouTube und Twitch. Und ihr seht schon, wir spielen Return of the Obra Dinn. Es ist so eine Art Adventure, kann man glaube ich sagen. Es spielt im Jahr 1803. Es geht darum, ein Schiff kehrt irgendwie zurück in den Hafen irgendwo in England und die gesamte Besatzung ist tot und wir sind jetzt so eine Art Versicherungsvertreter und sollen untersuchen, was dort passiert ist. Und das tun wir mit einem sehr mysteriösen, magischen Instrument, nämlich so eine Art Kompass oder Uhr, mit dem wir uns in den Moment zurückversetzen können des Todes desjenigen, den wir dort gerade untersuchen. Und dann geht es darum, also im Prinzip die Todesumstände jedes einzelnen Opfers irgendwie zu analysieren und das Ganze in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Das ist reines Theoriewissen, was ich euch jetzt erzähle. Ich habe das Spiel 5 Minuten gespielt, um zu gucken, ob es funktioniert. Ich kenne es nicht, ist also eine Blind-Geschichte. Ich glaube, ziemlich spannend und wurde von einigen von euch mir wärmstens empfohlen und es hat auch fantastische Steam-Rezensionen. Insofern freue ich mich auf den kommenden Freitag. Ich gehe davon aus, dass wir das nicht an einem Abend durchspielen werden. Nach allem, was ich gelesen habe, ich vermute mal, dass wir das in 2 Abenden schaffen werden. Insofern ein geteiltes Projekt, aber ich denke, 2 Abende sind absolut in Ordnung. Ja, am Freitag geht's los, ab 20.30 Uhr mit Vorgeplänkel, Whisky und Zigarren, wie ihr das gewohnt seid. Und ab 21 Uhr dann mit dem Spiel Return of the Obra Dinn. Ich freue mich drauf, bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.